Hallo liebe YouTuber, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in meinem neuen Video und es gibt wieder ein bisschen was zu gucken, es gibt wieder eine kleine Ladenrundschau. Es ist doch noch einiges geboten im Laden und ich habe dann so gedacht, was kann ich denn heute mal Schönes als Video machen und ich bin irgendwie so in meinem kleinen Garten, hier gibt es einen Birnbaum, wo viel zu viel Efeu drin ist. Und man überlegt dann immer so, was mache ich denn mit diesem Efeu? Ach, und da kam mir so eine schöne Idee, nachdem wir auch die Ranunkel geputzt haben und da gibt es ein paar Knospen und ich bin einfach mal so in die Büsche und habe ein bisschen Efeu von diesen schönen Efeublättern, nicht geschnitten, nein, die habe ich einfach rausgerupft, ja, und habe gedacht, da mache ich jetzt ein richtig süßes kleines Gesteckchen draus. Und es regnet leider und ich suche hier schon fast Schutz unter dem Baum. Ja, auf jeden Fall, da zeige ich euch jetzt eine schöne Idee und weiter geht's drin im Laden. Und da gibt es erstmal die Aktualitäten, was wir so haben, weil wir haben ganz viele Bestellungen. Es ist Wahnsinn, was wir alles so geplant haben und es gibt natürlich auch echte Special-Offers. Ja, Wahnsinn. Also kommt mal mit, ihr Lieben. Ich freue mich, euch da drin bald wieder begrüßen zu können, gleich nach der Intro. Ladenrundschau. Draußen ist Regen, es ist usselig und ich habe einfach mal eine leuchtende Farbe angezogen und habe gedacht, ah, ich muss jetzt mal ein bisschen schöne Farbstimmung hier haben. Und es gibt hier immer noch diese Moosgrenze und ich hatte euch ja auch mal gesagt, Grenzzeit ist eigentlich tatsächlich nicht so sehr im Sommer oder ja Frühling, Sommer nach Ostern. Aber es gibt jetzt ja auch Moosgrenze und wir haben so schöne leuchtende Blumen im Laden. Was ich ja immer schön finde, sind ja hier die tollen Nelken. Die sind immer herrlich, ja. Und was jetzt leider zu Ende geht, das sind jetzt Ranunkel. Ja, ich habe auch heute Morgen, ich war im Großhandel heute Morgen, ich war einkaufen. Ich habe keine Tulpen mehr gekauft. Es gab Tulpen, aber den hat man einfach angesehen. Das sind übrigens wieder meine heißgeliebten, super haltbaren Inka-Lilien als Dromerien. Und ja, ich habe keine Tulpen mehr gekauft, weil man hat wirklich gesehen, dass Tulpen jetzt vorbei sind. Sie sind auch im Großhandel zu offen und die halten auch nicht mehr. Und das ist einfach nicht schön. Aber was eben auch ganz toll hält, ist Kamille. Und was natürlich immer hält, sind Nelken, wie ihr wisst, die ich ja auch so liebe, ja, und die auch in ganz tollen, warmen Farbtönen hier sind. Und was ich hier in einer super, super Qualität ergattert habe, das sind Lilien. Und das Schöne ist, man sieht immer, wenn die so richtig schöne, feste, dicke Stiele haben. Ja, das sind also hier Stiele, die sind fast so, ja, die sind so ganz stabil, weil manchmal passiert es auch bei Lilien, dass die Stiele sich biegen und dass die so, naja, im Grunde genommen sich an der Vase so neigen. Und das ist dann natürlich ziemlich doof, also mit denen wird es nicht passieren, die sind allererste Sahne. Dann, was immer dekorativ ist und immer schön, sind die Germini. Die meisten kennen ja nur Gerbera. Und es gibt, das ist die kleine Form von Gerbera, Germini. Und es gibt sogar noch, also die haben so etwa, hier kann man es vielleicht sehen mit meiner Hand, die haben etwa 7 bis 8 cm Durchmesser. Die Gerbera haben dann 9 cm etwa. Und dann gibt es noch so kleine, die heißen Piccolo Germini. Und die haben dann wirklich nur so, ja, die sind dann nochmal so, na, fast halb so groß. Also die sind richtig süß, zum Beispiel für Brautsträuße. Ja, dann gibt es auch Disteln. Die grünen Disteln und das ist hier eine sehr, sehr, sehr schöne Rose, die heißt New Horizon. Die hat also eine ganz tolle Farbschattierung, sehr, sehr schöne Sorte.
Ja, und dann, was, ja, die Ranunkel, ich habe es gerade erwähnt, auch den Ranunkeln bleibt es nicht verborgen, dass jetzt, dass es auch wärmer wird, auch wenn es heute nicht so ist. Ja, und man sieht also, hier ist die Ranunkel noch schön geschlossen. Und hier sieht man dann also, wie die Ranunkel aufgehen, wobei das auch fast an Mohn erinnert. Und ich finde auch, das ist wunderschön, traumhaft. Ja, dann gibt es noch hier so unsere kleinen Überraschungsgesteckchen des Tages im Scandi-Design mit diesen schönen kleinen, ja, ich sag mal, diese Holzhocker, diese kleinen, ja, im Zinkeimer. Die werden sehr gern genommen von unserer Kundschaft. Und das ist hier, haben wir auch immer stehen, Überraschungsgesteck des Tages. Und da fragen die Leute auch schon danach. Das ist auch sehr nett. Das ist hier eine Trossnelke, also diese verzweigte kleine Form der Nelke. Das sind auch Trossnelken. Und das ist jetzt hier dann daneben eine Pink. Moment, die beugt sich fast in die anderen Blumen rein. Das ist jetzt eine Bartnelke. Also es sind alles tatsächlich, und das ist hier jetzt auch eine grüne Bartnelke, auch Green Trick genannt. Also es sind alles tatsächlich Unterformen der Nelken. Und viele kennen Nelken ja nur in Rot oder Weiß. Nein, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Das ist eine Ecuador-Rose, die heißt Carpe Diem. Das ist echt ein guter Name. Carpe Diem ist richtig schön. Zu erkennen sind die Ecuador-Rosen immer daran, dass die in zwei Längen kommen, weil die werden ja wirklich von Ecuador geflogen und werden dann so zweistufig gepackt, damit möglichst viel in diesen Frachtraum oder auf diesen Platz reinpasst. Und das ist, hier ist eine Santini, das ist eine verzweigte Chrysantheme. Ich glaube, ich nehme euch mal eine aus der Vase raus, um zu zeigen, was da an einem Stiel dran ist. Und also das ist jetzt ein Stiel von der Santini. Und da sieht man auch, wie schön die sind. Und das ist die nennen sich, wenn die so gefüllt sind, dann nennen sie sich Pompon. Also ihr seht, ich kann eigentlich hier am Tisch entlanglaufen und kann euch schon ziemlich viel erzählen über die ganzen Blumen, über die ganzen Blumensorten. Nochmal eine sehr schöne Germini in Pink mit grünem Auge. Gibt ja auch oft welche mit schwarzem Auge. Ja, mit schwarzem Auge ist hier direkt daneben ja die Germini in Weiß. Dann habe ich auch hier noch pinkfarbene Rosen. Das Löwenmaul in dieser hübschen Schattierung. Ganz süß. Ja, und dann haben wir neben den Schnittblumen eine große Ecke. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir schließen, gibt es hier also eine ganz große Ecke und der Weg zu uns lohnt sich. Wir haben tatsächlich auch im Moment halber Preis auf Gläser, Kerzen und Körbe. Es sind schon sehr viele Körbe raus. Wir haben auch hier halben Preis auf Dünger, auf, ja, hier gibt es auch noch verschiedene bienenfreundliches, schädlingsfrei. Also da gibt es auch jetzt richtig, richtig viel Sachen, die man noch super brauchen kann. Hier ist noch Orchideendünger. Und also da haben wir echt richtig, ja, richtig brauchbare Sachen. Und zum halben Preis muss man sagen, das ist natürlich auch immer dann echt ein Wort. Dann ist natürlich, weil wir brauchen noch Geburtstagskarten, wir brauchen gute Besserungskarten. Aber was wir nicht mehr brauchen, und das sind Osterkarten, Weihnachtskarten. Hier Zeit für einen Neuanfang, ist also auch eine tolle Karte, richtig große, schöne Karte zum Jubiläum. Das ist eine DIN A4 Karte. Also wenn mal so richtig viele Unterschriften drauf müssen. Zum Jubiläum herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Und hier ist noch Zeit für einen Neuanfang und alles Gute. Also die würde ich euch auch, habe ich jeweils zwei, die würde ich euch auch im DIN A4-Umschlag versenden. Zu meinen Sendungen gibt es natürlich auch ganz oft das Floristik24-Magazin. Das gibt es umsonst dazu. Und da gibt es auch wieder schöne Ideen. Die sind ganz, ganz toll. Das neue, ja, neue Ideen-Magazin. Also es lohnt sich auch immer zu bestellen, weil solange ich Vorrat habe, lege ich auch immer eins dazu. Und Floristik24 macht es sicherlich ähnlich, auch solange der Vorrat reicht. Ja, und wer hier mal dann so zu Besuch bei uns ist, der sieht also hier, das ist jetzt auch noch mal eine richtig schöne Arbeit. Die Kollegin hat es natürlich so dekoriert, dass man es von draußen am besten sieht. Ich gehe jetzt mal so drumherum. Das ist eine Steinkaraffe mit zwei Henkeln und da haben wir eine Pfingstrose reingearbeitet, eine rosa Pfingstrose. Da haben wir Schneeball rein, Magnolienzweige. Dahinter steht noch was anderes.
Sorry, ich war erst erkältet. Meine Stimme ist noch nicht hundertprozentig fit. Und da haben wir auch noch einen, ja, einen künstlichen Efeu und auch Zweige und Moos, damit es so richtig, ja, damit es so richtig schön echt aussieht und natürlich. Und ihr wollt wahrscheinlich immer einen Preis wissen, gell? Ich muss auch noch mal kurz lunzen. Das Ganze ist für 65 Euro und da geht natürlich die halbe, die Hälfte weg, aber da kommt das Porto dazu. Also wenn ihr diese schöne Karaffe euch dekorieren wollt, dann schreibt mir einfach oder ruft mich an. Ich versuche euch nochmal den Blick hier besser zu geben auf dieses schöne Werkstück. Ja, was es auch für einen halben Preis gibt, tatsächlich sind auch natürlich unsere ganzen Weihnachtskarten, Weihnachtspostkarten, die süßen Elche. Also Weihnachten kommt wieder. Meldet euch bei mir und ja, es gibt noch allerlei Wäschen und oder hier auch Kerzenhalter, ja, diese Stecker mit diesen vier Dornen, weil oft haben ja die Kerzen, nein, drei Dornen, Entschuldigung, weil oft haben ja die Kerzen in der Mitte das Metallblättchen und hier kann man dann auch tatsächlich, das Metallblättchen braucht man nicht rausmachen, hier ist der lange Dorn, um das in den Kranz zu stecken und hier oben bei den drei kurzen, man sollte die Kerze trotzdem, nein, Entschuldigung, nicht die Kerze, das Metall ein bisschen erhitzen und dann die Kerze draufstecken. Die sind auch sehr schön mit dieser geraden Form. Ja, da die gibt's auch noch. Und ja, schade, dass ihr alle so weit weg seid. Und ach, dann habe ich hier noch so schöne Kerzenhalter. Die sind natürlich auch sehr, sehr schick aus diesem polierten Edelstahl. Ja, ich glaube, jetzt habt ihr einiges mal gesehen. Und dann haben wir noch hier, ja, wir haben hier Körbchen, wir haben hier sehr schöne Zimmerpflanzen, diese, die so auch in, mit diesen tollen verschiedenen Farbwirkungen sind die also sehr, sehr süß. Und ganz am Schluss werde ich auch noch meinen Kartenpräsenter abgeben. Also der hat tatsächlich, der ist so groß wie, nee, doch, der ist so groß wie ich. Stellt sich wieder die Frage, wie groß bin ich? Ich bin 1,65 und hat hier diese schönen kleinen Schublättchen und ist wirklich ein großes, ja, eine Arbeit. Da haben wir die Weinschachteln mit Schraubzwingen, mit Holzleim aneinander geleimt. Und es hat also richtig gedauert, bis wir das hatten. Und der besticht total in der Optik durch diese kleinen süßen Schubladen. Also ohne wäre er nicht so schön, finde ich. Ja, hier ist unsere kleine Theke und was auch noch eine sehr schöne Raumdeko ist für drin oder draußen oder an die Haustür, ist natürlich diese Weidenbündel mit einer Filzschleife, haben wir die hübsch gemacht. Filz ist, wie wir wissen, wetterbeständig, das ist natürlich eine sehr schöne Sache und die haben wir so in der Spirale gebunden, so wie man einen Strauß in der Spirale binden sollte, so kann man auch diese Weidenbündel binden, was wir getan haben. Und vielleicht sagt jemand, wow, die hätte ich gerne als Deko draußen für mich. Meldet euch. Ja, und dann gibt es noch allerlei Bestellungen und ja, schöne, richtig tolle Petunien, die ich heute Morgen gekauft habe. Dann habe ich auch die Pladenien gekauft in, ja, mit diesen schönen zartrosa Blüten. Das sind ja Sonnenanbeter, also im Moment traue ich mich nicht, die nachts rauszutun. Und auch die Petunien nicht, die lassen wir mal schön drin, weil diese Woche ist es noch echt kalt. Und im Taunus oben schneit's. Und also die lassen wir mal schön hier drin. Dann haben wir tolle Hortensien. Haben einen schönen Strauß gebunden mit Löwenmaul und mit Hasenohren. Also diese langen Blätter hier, diesen Hasen, das sind Hasenohren, nennen die sich. Die sind so gespalten, die zeige ich euch drüben nochmal im grünen Bereich. Ja, und dann gibt es immer auch viele Blumen noch, die wir dann auch im Laden als Reserve noch haben. Da gibt es hier auch diese schönen dicken Bartnelken. Das ist also jetzt eine Blüte in meiner Hand. Viele meinen, dass eine grüne Bartnelke keine Blüte ist. Nein, es ist eine Blüte. Und dann haben wir auch noch Schneeball. Und man sieht, wie frisch der ist. Und das sieht man an der Farbe, weil wenn das so dunkelgrün ist, dann ist der richtig knackig. Ja, und zu guter Letzt kann ich euch nur noch mal kurz meine schönen Hortensien zeigen. Also das sind diese tollen Hortensienpflanzen. Die sind natürlich jetzt im Gewächshaus vorgetrieben.
Ja, sonst wären die natürlich nicht so blühend, weil manche fragen mich, dann sage ich einfach, gucken Sie mal aus dem Fenster und dann sehen Sie, wie die Hortensien im Garten jetzt aussehen, klar. Und wenn es dann jetzt mal richtig kalt wird, dann muss man die schon ganz richtig geschützt stellen. Und am besten kommen die natürlich klar mit der ganzen Witterung und so, wenn die in einem größeren Topf sind, dann können die auch das Wasser besser speichern. Also das sind natürlich so die Regeln, aber ich zeige euch auch gleich mal, wenn ich die Kamera aufgehängt habe, den Topf. Und gleich geht's weiter im Arbeitsbereich. So, also wie schon berichtet, war ich heute auf dem Großmarkt. Wir haben heute ganz viel Blumen angeschnitten. Und ich musste euch mal vorhin, ich kann das dann ja nicht so drehen, aber ich musste euch das einfach mal zeigen, wie toll, ja, wie toll diese Pflanzen sind, diese Hortensien. Und man muss das erstmal so ein bisschen in der Hand drehen und dann denkt man manchmal auch so, Wahnsinn, für das, dass diese Pflanze so üppig ist, hat die eigentlich einen ziemlich kleinen Topf. Und ja, es ist irgendwie, es ist doch immer ratsam, wenn man sich diese schönen Hortensien kauft, die in einen größeren Topf zu pflanzen. Weil dann können die auch, also dann haben die mehr Nahrung, dann haben die mehr Erde, dann können die das Wasser besser, ja, besser speichern natürlich, weil mehr Erde kann auch mehr Wasser speichern. Und vor allem im Winter ist dann natürlich auch das große Thema, so ein kleiner Topf, der wird natürlich ruckzuck durchfrieren und dann wäre die Pflanze kaputt und ein größerer Topf friert auch nicht so durch. Und eigentlich treiben die im nächsten Jahr ganz toll wieder raus, aber ich sage zu den Kunden auch immer, pflanzen Sie die einfach in einen größeren Topf. Das kann man jetzt mal machen, dass man die in so ein schönes Bastkörbchen reinmacht. Ja, das ist natürlich ganz toll zum Schenken. Und dann sieht es ja auch ganz süß aus in dem Körbchen. Und da ist aber auch dann immer wichtig, um die Pflanze zu wässern. Ich gehe da nicht her mit meinem Gießkännchen und gieße da mal was rein, sondern zum Wässern nehme ich mir einen Eimer Wasser, tauche die Hortensie, bis es nicht mehr blubbert. Und tue sie dann wieder in das Körbchen rein. Und dann ist die auch ganz toll versorgt. Und die ist natürlich dann ein ganz herrliches, eine ganz herrliche Kombination mit, Moment, mit einem schönen Kräuterkorb, mit Rosmarin, mit Salbei, mit Thymian. Moment, der hat ein bisschen Gewicht, weil der hat auch ein bisschen Erde drin, mit Thymian. Und das ist eine Pflanze, die ich so in Kombination ergattert habe. Und ich habe das so, man sieht vielleicht hier an diesen Spitzen, das ist jetzt so ein grün-weißer Traum, den ich vor mir habe. Und ich habe den Kräuterkorb mit ein bisschen Heidelbeere ausgesteckt, ein bisschen dekoriert, weil der Salbei, ach, der war jetzt heute nach dem Regen und der war so ein bisschen beleidigt. Und den habe ich einfach kann man ein paar Zweige nehmen, habe das gestützt und würde sagen, wenn man das so als Kombi stehen hat auf dem Tisch, Moment, ich muss die anderen Sachen noch wegrutschen, dann ist das echt ein richtig zauberhaftes Arrangement. Und weil das so zauberhaft ist, lasse ich das jetzt einfach mal als Hintergrund stehen, weil das war jetzt eigentlich tatsächlich nur noch Teil der Ladenrundschau und darum geht es eigentlich heute gar nicht im Video. Obwohl natürlich jeder sagen wird, oh, die Hortensien, die hätte ich gern. Ja, unser Hortensienanbieter im Großmarkt ist phänomenal. Ja, und worum es heute eigentlich geht, ist, es ist ja wieder die Zeit der Feiern. Es kommen Kommunionen, es kommen Taufen, es kommt Wahnsinn. Also alle fragen sie nach Tischdeko und ich habe dann hier so eine Steckmasse in diesen Plastikschälchen und um die einzuweichen, schmeiße ich die einfach kopfüber einmal kurz in diesen Eimer rein. Warte einfach, bis es vollgesaugt ist, ja, und lass es nicht untertauchen, nicht die Steckmasse unter Wasser drücken, sondern einfach vollsaugen lassen. Und das Problem ist, wenn man die unter Wasser drückt, dann kann es sein, dass es Hohlräume gibt in der Steckmasse und dass die sonst zum Teil trocken bleibt. Und dann werden die Blumen natürlich nicht optimal versorgt und das ist ziemlich, ja, das ist blöd. Ja, und dann, wenn das dann erfolgt ist und die Steckmasse ist schön durchgeweicht, dann hole ich die wieder raus. Und jeder hat ja so kleine Gefäße. Sei es, dass es jetzt hier in der Steckmasse hier dieses Plastikschälchen ist. Das ist jetzt auch optimal gestaltet, weil hier ist auch ein schöner Rand um die Steckmasse rum. Und das Schöne ist, wenn dieser Rand da ist, dann kann man das mit Wasser füllen
Und dann ist die Steckmasse richtig gut versorgt, weil es sollte immer noch mal Platz sein für das Wasser. Und wenn das wirklich ganz eng so ist, dann ist zu wenig Platz für den Wasservorrat. So, jetzt gucke ich mal. Genau, man kann das gut sehen. Also man kann schon einen Hauch Wasser aufgießen mit einem kleinen Gießkännchen, damit es super versorgt ist. Aber das kann man dann auch später machen. Und wir sagen den Kunden immer, füllen Sie es zu Hause noch mal mit Wasser auf, damit genügend Vorrat da ist. Dann habe ich auch immer doppelseitiges Klebeband. Da mache ich euch nochmal den Bestelllink dazu rein. Bei Floristik24 könnt ihr das bestellen, wie ihr immer wisst, mit Rabattcode MARGI. 10% Rabatt für euch und Fanrabatt. Ich glaube, die allermeisten kennen das schon. Und das doppelseitige Klebeband, das mache ich jetzt mal um diesen Kunststoff drumherum. Und dann kommt gleich der Teil, da war ich ja gerade im Garten und habe einfach mal von unserem schönen Efeu, habe ich mal ein paar Blättchen geschnitten. Und wenn ihr könnt da natürlich ganz viele Gefäße nehmen. Das muss jetzt nicht von dieser Steckschaumfirma dieses fertige Gefäß sein, was natürlich auch toll ist, wenn man sagt, ich brauche, was ich, 10 oder 20 oder so, dann ist es ja meistens schwierig, die gleichen Gefäße zu bekommen. Es gibt eigentlich normalerweise eine Erleichterung, um das Klebeband abzulösen, was bei mir im Moment auch leider nicht gut funktioniert. Ich kann die Messerspitze nehmen und gehe dann mit der Messerspitze zwischen das Klebeband und zwischen die Abdeckung vom Klebeband und kann damit dieses Plastikband abnehmen. Ah, okay, super. Ja, und das geht dann doch einfacher als mit den Fingernägeln. Und damit kann ich jetzt wunderbar kleben. So, und hier kommt jetzt der Auftritt von unserem Efeu aus dem Garten. Efeu hat ja eigentlich fast jeder hat Zugriff zu Efeu, sei es, ihr geht ein bisschen spazieren. So, kleiner Trick an der Sache. Ich schneide den Efeu an. Und steche mit dem Stiel von dem Efeu in die Steckmasse. Das heißt, der geht hier ringsum und der ist dann wasserversorgt und geht, also Efeu ist ja eh ziemlich robust, aber der geht dann natürlich nicht so schnell kaputt und wird auch nicht trocken. Und durch dieses doppelseitige Klebeband kann ich den Efeu ganz einfach an dieses Schälchen ja so andrücken und dann ist der auch. Dann bleibt er da auch und steht nicht so ab. Aber wir werden gleich nochmal eine zweite Maßnahme ergreifen, um das Ganze hübsch zu dekorieren. Hübsch ist ja immer. Schön soll es sein, weil es soll ja jetzt auch eine Tischdeko sein für eine Feier. Und es gibt ja immer auch so nette kleine Tricks und Kniffe. Es gibt zum Beispiel so Gläschen, da hatte ich Creme Brûlée gekauft drin. Und das sind so Gläschen, da kann man das auch machen, könnte man es auch machen. Doppelseitiges Klebeband drumherum, wird sogar von der Breite her ganz genau passen. Und da auch die Blättchen drumherum, Steckmasse rein, könnte man ganz süße Gesteckchen machen. Muss man halt nur die Anzahl der Creme Brûlée einfach erstmal essen, die man für die Tischdeko braucht. Aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem, oder? Da ich mein Gesteck heute in gelb-orange machen möchte, habe ich jetzt ein gelbes Bändchen geholt. Nehme das auch gern doppelt, dann sieht es so ein bisschen lässiger aus. Man kann es ja auch mit Bast oder Jute, also gibt es ja ganz viele Varianten, mit was man das so machen kann. Und da gehe ich jetzt einfach doppelt um mein Gesteckchen drumherum, sodass die Efeublätter sehr schön verkleidet sind. Ich kann auch eine feine Efeuranke nehmen, aber ganz ehrlich, da draußen ist das Wetter so uselig. Ich habe im Moment keine Lust, da rauszugehen. Und ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich nur das Bändchen da dran mache. So, als kleine Deko. So, jetzt haben wir also hier unsere Basis fertig. Die liegt dann natürlich auf dem Tisch auf und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit den Spitzen. Wer sagt, ach, das ist mir jetzt ein bisschen zu unorthodox, ich möchte es gern ordentlicher, der kann einfach die Spitzen von den Efeublättern hier abschneiden und dann ist es natürlich gleich, dann ist es gleich etwas formschöner. Aber wie so oft kommen mir ja natürlich auch ein paar Ideen im Video. So, heute Morgen hatten wir Anschnitt und es gab so schöne Blüten. Oder auch Seitenzweige unserer Blüten, die wir einfach jetzt, es gibt hier jetzt eine hellgrüne Nelke und man sieht auch Ranunkel. Und wir haben Ranunkelknospen. Also wir haben
um das Ganze zu verdeutlichen. Wir haben hier also wunderschöne Ranunkel und ganz tolle Farben. Und das Ganze kann man jetzt also traumhaft und zauberhaft zu so einem schönen kleinen Gesteck kombinieren. Hier habe ich noch, das ist jetzt für eine Kundin, die bekommt auch das, da habe ich jetzt ein kleines Schreibtischsträußchen gemacht. Das sind jetzt auch wirklich nur ganz kurze Blüten. Und das Sträußchen, also man sieht ja auch, das hat vielleicht, naja, 12, 13 cm Länge und macht doch sehr viel Freude. Das bekommt die nachher noch. Deswegen hatte ich das noch hier stehen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit unserem kleinen Gesteckchen. Ja, alle Blüten, also beim Schneeball mache ich auf jeden Fall das Blatt ab und alle Blüten, bevor ich sie stecke, immer mit einem schrägen Anschnitt mit dem scharfen Messer. Scharfes Messer, genau, zeige ich euch auch, bringe ich auch nochmal den Bestelllink. Und jetzt fange ich einfach mal an zu stecken und versuche diese wunderschönen Blüten in diesem Gesteck zu einer kleinen zauberhaften Kombination zu verarbeiten. Es gibt Blüten, die einen relativ weichen Stiel haben. Wenn ich solche Blüten stecke, zum einen brauche ich natürlich den schrägen Anschnitt und zum anderen muss ich den Stiel ganz dicht an der Steckmasse anfassen. Und wenn ich jetzt das weiter oben anstecken würde, dann wird der abknicken. Oder wenn sie noch weicher sind, dann gehe ich her, wenn die ein bisschen dicker sind, dann gehe ich her und steche ein kleines Loch vor in die Steckmasse, steche das Loch vor und mache dann den Stiel rein. Aber ganz wichtig ist, wenn ich dies davor steche, dann muss der Stiel so weit rein, dass der auch, dass der nicht freischwebend in dem Loch ist, der Stiel, weil sonst kriegt die Blume natürlich kein Wasser. Ne? Klar, ist eigentlich logisch, oder? Ja, es erklärt sich ja fast von selber. Aber ich werde jetzt erstmal eine Runde stecken. Ich mache euch mal den Zeitraffer im Video rein und ihr bekommt ein bisschen Musik und dann werde ich euch gleich mal das Ergebnis zeigen. So, also jetzt bin ich also schon fertig. Ich stelle mal meine anderen Blüten wieder weg. Habe hier also ein kleines Ranunkel, ja, Ranunkel und Calendula, Nelke, Schneeball. Habe also ein kleines Gesteck gemacht mit all diesen Blüten. Das also wirklich eine ganz süße Tischdeko ist. Man muss dieses Gesteck ruhig auch mal hochnehmen und mal angucken von allen Seiten, weil manchmal sieht man von oben, denkt man, ah, ist alles perfekt. Und von der Seite hat es dann auch noch ein Loch oder sieht irgendwas komisch aus. Und die Leute, die das hier angucken, die sitzen hier am Tisch und sehen das von der Seite. Und deswegen muss man ruhig mal die Perspektive des Betrachters auch mal nehmen und dann sieht man manchmal was und sehe ich hier auch gerade noch ein kleines Eckchen von der Steckmasse, da würde ich jetzt auch gerade noch mal was reinstecken, aber ansonsten bin ich jetzt fertig, habe diese Schälchen mit dem Efeublättern verkleidet und ich würde sagen, wenn man die so auf den Tisch stellt, sind die ja wirklich goldig, die Tischdecke ist immer weiß und es deckt sich also als richtiger Farbklecks, hebt sich das ganz toll ab. Und danach kann man ja auch sagen, weil es die Steckmasse ist und nicht ein Gläschen, kann man sagen zu den Gästen, schön, dass du da warst, vielen Dank und gib einfach das mit, weil was macht man mit so viel Blumen danach? Und die anderen freuen sich total. Ja, das war heute mein kleines Gesteckchen und ich glaube, Thema Tischdeko, das ist auch, mache ich auch beim nächsten Video, werde ich das nochmal machen, weil da kommt noch eine andere Idee, was die Leute wollen ja für Kommunionen, für Verschiedenes wollen die auch so schöne kleine Tischdekos haben und da werde ich euch wieder was Nettes zeigen, aber für heute war das jetzt einfach so eine Idee, wie was man mit so schönen Knöspchen und mit so kleinen Blütchen, was man da so Nettes machen kann und egal welches Gefäß man nimmt, egal was man, ob man in Gläschen was kauft, der Zauber ist einfach doppelseitiges Klebeband, paar schöne Blätter und schon kann man daraus
die schönsten Tischdekos machen. Ganz einfach selber. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Und ich bedanke mich und für die auch, ich bin noch gar nicht zu allem gekommen, die für die vielen lieben Kommentare, für die vielen lieben Anmerkungen und auch das Verständnis, das ihr habt, dass ich mich jetzt so entschieden habe, einiges zu ändern und den Laden aufzugeben. Und ich freue mich total. Ich freue mich auf alles und ich freue mich auch total darüber, dass ich euch künftig mitnehmen kann. Das ist super, weil das macht einfach total Spaß. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Habt viel Spaß beim Nachmachen und haltet die Ohren steif. Bis bald. Wir sind ganz, bis zum nächsten Video. Ja, genau. Zu viel geredet. Sorry. Macht's gut. Tschüss.